Moin miteinander, hallo Menschheit da draußen. Ja, willkommen zur Gesamtrechnung des Knubbels. Ja, da steht er, der Deutz. Viele von euch haben natürlich verfolgt das letzte Jahr. Was haben wir da dran gemacht? Was haben wir dran geschraubt? Wie haben wir die Leiche wieder mobilisiert? Wir haben ihn durch den TÜV gekriegt. TÜV-Rechnung kam auch gerade. Ja. Und viele möchten natürlich mal ganz gerne wissen, was hat dieser ganze Krempel jetzt gekostet? Ja? Was kostet der Bums? Beim Unimog habe ich auch die ganzen Rechnungen und Quittungen beiseite gelegt. Und der Unimog ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als so ein F1L 514 hier. Wir müssen aber auch sehen, das ist echt nur ein kleiner Trecker, der einen Zylinder hat und keine 6. Ja, auf dem Euro genau kann man es nicht rechnen, das geht gar nicht. Weil man kauft ein bisschen hier, man kauft ein bisschen da, man kriegt hier irgendwelche Teile von eBay Kleinanzeigen oder was weiß ich. Und man hat halt auch viel selber noch liegen aus so Projekten wie von dem Unimog zum Beispiel. Aber es wurde ja trotzdem einiges gekauft und da fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit dem Motor. Ja, wir fangen mit dem Motor mal an. Es war eine Luftpumpe, man konnte den wirklich mit der Hand, mit der Kurbel kompressionslos durchdrehen ohne großen Widerstand. Das heißt, Zylinderkopf, da war ja auch platt. Und mehr kann man natürlich immer machen. Ne? Man kann ihn natürlich komplett auseinandernehmen. Man kann die Kurbelwelle noch ausbauen und schleifen und Kurbelwelle neu lagern. Das haben wir hier nicht gemacht. Das wird geprüft, das ist okay, weil die paar Stunden, die er kriegt, ja, mein Gott, also man soll es nicht übertreiben. Aber es wurde ja doch einiges gemacht. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgelistet, weil hier mit einzelnen Rechnungen rumforken wäre jetzt auch doof. Ich stelle euch mal kurz auf meinen Kotflügel oder auf der Motorhaube. Wo stellen wir euch denn hin? Wir machen das heute auch mal so ein bisschen. So, ist das okay so? Ja, ne? Manches wurde halt doppelt gekauft. Ja, Kolbenringe für den alten Kolben. Der Kolben, Moment, den haben wir ja hier noch stehen. Ne? Das war ja der alte Kolben. Den ja, habe ich nicht so richtig ins Spaltmaß reingekriegt mit der Garnitur. Was wahrscheinlich gar nicht an dem Laufsatz lag, sondern an dem Lager des Pleuels. Deswegen sind das so eine Kosten, 30 Euro Kolbenringe von Götze. Ja, die sind natürlich die kann man eigentlich von abziehen. Auch so ein Luftansaugschlauch zum Beispiel hier mit 25,50 Euro, das war ein ganzer Meter. Das kann man halt alles ein bisschen runterbrechen. Hier Keilriemen, Glühkerze, das sind halt alles Tüdelwerte. Aber genau diese Tüdelwerte, die multiplizieren sich natürlich nachher zu einem Gesamtbetrag. Und ob das jetzt 10 Euro für Keilriemen sind oder 25 für eine Glühkerze oder 35 für die Dieselleitung, es summiert sich. Die großen Kosten waren natürlich das Pleuellager mit 143 Euro. Ventilführung 90, Motorinstandsets habe ich jetzt 100 aufgeschrieben, das war so eine Kaffeekassenaktion und da wurde der komplette Kopf, der wurde ja nochmal in Stand gesetzt, die Ventilführung, die wurden nachgefräst und montiert, die Teile habe ich selber gebracht, also 90 Euro für die Ventilführung und Ventile, na, das ist eigentlich echt überschaubar. Zylinderlaufsatz waren 2,25, Pumpenkolben, Plunger 110 für die Einspritzpumpe. Ja, das habe ich ja nur auch zweimal machen müssen. Bisschen Dichtsatz für den Motor, ein bisschen Motoröl, ein bisschen Schlauchschellen. Ja, die Schlauchschellen habe ich auch einen ganzen Satz kaufen müssen für 44 Euro, ja, um drei Schlauchschellen machen zu können. Und somit hat der ganze Motor in Summe, wenn man das hier mal so sieht, 972 Euro gekostet. Also Bereich Motor. 972 Euro. Ja. Kommt immer so ein bisschen Kleckerkram zusammen, ne? Schlauchstellen, Motoröl, Kraftstofffilter, Deckeldichtung für den Seitendeckel, Ölablassschraube 7 Euro. Das sind jetzt nicht die Welten, aber obenrum summiert sich das. Und für den Motor haben wir jetzt 1000 Euro bezahlt für einen Einzylinder. Jetzt stellen wir uns vor, man hat da so ein 80-06, 100-06 oder sogar ein 130-06. Da kann man diesen Faktor gleich mal 6 nehmen. Ne? Das ist 6 einzelne Zylinder. Wenn man alles neu macht, die ganzen Garnituren, die Kurbelwelle, die ganzen Lager, dann ist man da auch schon in einem ganz anderen Bereich, als wenn man hier so einen Einpötter hat. Ne? So, einmal kurz eine Trennung machen. So, dann haben wir den Faktor Elektrik.
Elektrik ist ja nur auch nicht allzu viel dran. Auch das kann man hier nicht mit zum Unimog vergleichen. Ja, so ein Scheinwerfer hier, die kosten ein paar hundert Euro. So ein blöder Blinker hier alleine mit Gummi, mit Träger, also mit Reflektor und dem Glas liegt man irgendwie mittlerweile bei 150, 160 Euro komplett. Da sind wir beim Deutz weit weg. Und manche Segmente sollte man auf günstig verzichten. Also das werde ich irgendwann nochmal ändern. Günstig Segment in der Elektrik. Ah nee, nee. Scheinwerfereinsätze vorne. Ich habe ja hier die alten rostigen Scheinwerfer dran gelassen. Ja, man sieht es auch hier unten, dass da schön die Patina angesetzt ist, hier am Ring. Ja, da ist auch Lochfraß. Ich habe die Reflektoren habe ich neu genommen mit Glaseinsatz. Auch das ist günstig Segment aus den Niederlanden und haben gekostet 40 Euro. Das ist wenig, ne? Das ist nicht viel. Rückleuchten haben 54 gekostet. Ja, das sind hier diese heller Rückleuchten. Linke Seite mit Kennzeichenbeleuchtung, rechte Seite ohne Beleuchtung. Die haben 54 Taler gekostet. Die Positionsleuchten vorne von Heller, die haben 80 gekostet, links und rechts. Und dann haben wir noch so ein bisschen Tüdelkram, wie das Fernthermometer mit 50 Euro, Warnblink, Blink und das Relais mit 35 Euro. Ja, das ist günstig Segment. Wenn man auf Marke setzt, auf Heller oder auf Bosch, ist es eigentlich das Vierfache, was man auch machen sollte. Ja, Zinsschloss habe ich von Bosch genommen, 45 Euro. Wir können uns mal das Armaturenbrett angucken. So. Das ist hier original, das habe ich noch vom Fabian aufgetrieben. Der Blinkerschalter ist günstig Segment, Warnblinker ist günstig Segment und der Starter ist günstig Segment. Das sind Kontrollleuchten vom Unimog, Zubehörleuchten, Bosch Original, Druckknopf für die Hupe. Ich habe ja keinen Glühüberwacher drin mit der Schnell-Vorglühkerze hier. 4 Sekunden, da brauche ich keinen Glühüberwacher. Da ist der Hupenknopf drin von Bosch, den habe ich noch liegen gehabt. Und das Fernthermometer mit 50. Ja, tut euch den Gefallen und kauft nicht diesen Billigrotz. Ich werde es nochmal umbauen, es wird jetzt erstmal funktionieren. Es kommt vernünftige Sachen rein, weil dieser Blinkerschalter, ne? Es funktioniert. So, dann noch ein bisschen Steckdose, Leuchtmittel allgemein. Das heißt Birnen, Kabel, Anhängersteckdose, siebenpolig mit Dichtung und Co. Habe ich jetzt hier mit 60 gerechnet. Na, vorne sind Bilux-Birnen drin. Auch das ist alles Kleinkram, so eine alte Sockellampe hier. Die kosten, weiß ich nicht, das sind Centartikel, 80 Cent oder was. Summiert sich alles ein bisschen. Gut, Sicherung kosten 10er, Rückleuchten, Glühstartschalter 22, ja, 22 Euro. Von Bosch kostet er, glaube ich, 140. So ein bisschen Kabel und so, das habe ich alles gehabt. Bisschen hier Bougierohr mit 20 Euro. Was man bestellt hat. Kabel habe ich hier gerechnet mit 75 Euro. Also alles an Kabel, an Leitungen, an Verbindern, Quetschverbinder, was man alles noch so vom Unimog hat. Auch das muss man natürlich kaufen. Und somit sind wir bei Elektrik bei 541 Euro. 541 Euro für einen Kleintrecker, wo nicht viel dran ist, mit Teilen aus dem Günstigsegment. Darf man nicht vergessen, es ist halt kein Starter von Bosch, es ist Zubehör. Dann haben wir noch die Position Reifen. Reifen ist natürlich so ein Thema wie Öl. Ne? 10 Leute, 15 Meinungen. Jeder findet das toll, was er irgendwie fährt. Und der Reifenmarkt ist natürlich groß. Ich bin hier auf BKT gegangen, vorne und hinten. Hinten original, wie es mal war, in 8,332. Also ich habe hier keine 9,5er Räder drauf. Vorne bin ich einen Ticken breiter geworden. Vorne fahre ich 6x16 und keine 5x16. Und die Reifen haben zu dem damaligen Stand mit Schläuchen, wohlgemerkt, 567 Euro gekostet. Für 4 Reifen. Das ist okay, ne? Kriegt man beim Unimog ein für. Ne? Ist okay. 567. Ja, neue Reifen. Die alten brauchte man, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Nach den Jahren sind sie einfach fertig. Das sind in Summe die Rechnungen, die da drin sind. Wenn man sie zusammenzählt, ja, manches musste ich nur mal doppelt kaufen. Die Felgen zum Beispiel. Ich wollte auf Biegen und Brechen diese Speichenfelgen drauf behalten.
weil für mich, es sieht halt einfach toll aus und es ist echt zeitgenössisch. Rechte Seite der Felge ist immer kaputt vom Pflügen. Beim Pflügen drückt man sich hier immer auf der rechten Seite den Dreck zwischen Felgenhorn und dem Pneu. Hier drückt sich dann Sand zwischen, ja, der ist feucht, fängt an zu rosten, Felge ist irgendwann durch. Konnte ich nicht mehr retten, hatte ja nur einen Satz gekauft, irgendwo im tiefsten Bayern. Auch da war eine kaputt, die rechte. Linke Seite habe ich bei mir raufgeknallt, die andere wieder verkauft. Das war so ein Plus-Minus-Null-Geschäft, das kann man natürlich nicht mit aufrechnen, wenn ich für 200 Euro Felgen kaufe und ich verkaufe die alten für 200 weiter, dann ist das Plus-Minus-Null. Ja, ansonsten, wie gesagt, Motor, Dichtringe, Dichtringe und Lager, das sind ja auch Euro-Artikel. So ein Wellendichtring liegt immer irgendwie zwischen 3 und 15 Euro, je nachdem, was man braucht. Ich habe ja vorne für die Kurbelwelle den Filzring schon umgebaut auf Wellendichtring. Den werde ich umbauen, wenn er vorne das Siffen kriegt. Wenn er trocken bleibt, dann bleibt es, wie es ist. Bisschen Sitzkissen hier für 60 Euro. So eine Ablage hier, ne, die Leisten habe ich aus dem Baumarkt geholt, weil Zeit fehlte einfach, hier irgendwelche Leisten zu sägen. Die Leisten haben 15 gekostet, ein bisschen Stahl für 10, also die ganze Ablage hat irgendwie 25 gekostet, ein bisschen Schrauben. Der Korb war teuer, der Korb hat 34 Taler gekostet. Ja, steht nur Fahrrad dran für die heutige Umwelt-Veggie-Fraktion. Da muss man so einen Korb hier auch irgendwie mit 34 Euro anbieten. Und ich denke nicht, dass der Made in Germany ist. Genau, und ansonsten, na klar, so ein bisschen Splinte hier, die kosten ein paar Euro. Und da muss man sich da mal einen Bolzen kaufen und mal einen Reflektor für ein paar Euro. Das ist nicht die Welt, Leute. Das macht einen in dem Moment erstmal nicht arm. Und das merkt man nicht, wenn man irgendwo hinfährt und man kauft sich da wieder ein bisschen Rödelkram für 20, 30 Euro. Nachher zum Schluss in Summe lappelt ich sich. Ja, und dann habe ich natürlich auch Glück und Freunde, die einem ein bisschen unterstützt haben. Aus dem Deutz-Forum kamen diese patinierten Haubenspanner. Ne, die wurden mir gesponsert. Der Sebastian hat mir dieses Abdeckblech hier unten zukommen lassen. Das sind so eine Sachen, Fehlteile, wenn man sie sucht auf dem Gebrauchtmarkt, die muss man natürlich auch noch rechnen. Ne? Wenn jetzt die Trittstufen fehlen oder was weiß ich, wenn irgendwas fehlt und man sucht die Teile, dann kostet das Geld. Auch der Auspuff war recht günstig. Auspuff hat 100 gekostet, Lenkrad waren 60. Die Buchsen der Vorderachse waren, glaube ich, 100 komplett. Plus die Arbeit, aber die kann man nicht rechnen. Ja, so ist es. Gesamtpreis an Teilen ohne Kaufpreis. Den Kaufpreis rechne ich jetzt nicht mit ein. Und den Kaufpreis möchte ich eigentlich auch gar nicht so auf den Markt schmeißen, denn die Dinger sind eh schon recht teuer geworden. Und manche glauben, ja, die Nachfrage ist ja gerade da, wir vergolden das Ding jetzt einfach mal. Denn viele können halt Gold von Messing nicht unterscheiden und dementsprechend werden da Preise auf den Markt geschmissen, die einfach frech sind. Also für einen übergemalten 12.000 Euro zu verlangen, da muss einem das Geld schon echt egal sein. Ob er das wert ist oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Für mich persönlich wäre es überhaupt nichts. Denn die Arbeit, die da drin steckt, die kommt trotzdem. Ne, Elektrik muss durchgeguckt werden, die Reifen sind ein bisschen porös, ja, die Lenkung hat ein bisschen Spiel und die Vorderachse klappert. Ja, dann sind wir wieder bei 1.500 Euro. Und dementsprechend muss jeder für sich den Kaufpreis selbst festlegen. Ne, ob er sich eine Leiche kauft für 2 oder einen überlackierten für 6 oder 7 oder wirklich einen voll restaurierten, der dann auch seine 12.000 Euro wert ist, mit Nachweisen. Und ganz ehrlich, wenn ich meinen jetzt anbieten würde, würde ich den nicht für 5 oder 6 verkaufen. Ne? Das, nee, würde ich nicht tun. Ne? Dafür weiß man, dass alles gemacht ist und den könnte man ruhigen Gewissen vom Hof geben. Aber wie gesagt, Kaufpreis ist immer Schall und Rauch. So, jetzt kommt der große Moment, Leute. It's Magic. Es sind mit TÜV. Ja, TÜV waren jetzt ungefähr 200... Gesamtrechnung waren über 400 Euro mit der Anhängerkupplung zusammen. Der TÜV alleine waren 230 Euro, glaube ich. Stecken, Anteile und TÜV 3.500 Euro drin. Plus, minus ein paar Taler. Ja, nagelt mich da nicht an der Wand. 3,5 plus Kaufpreis. Und ein Jahr Arbeit. Genau.
So habe ich eigentlich auch im Groben gerechnet. Ich hatte damals gesagt, 3000 Euro werde ich wahrscheinlich brauchen. Damit bin ich hingekommen. Ja, wie gesagt, plus minus, das ist diese Toleranz, die man immer rechnen muss. Dafür steht hier ein Trecker, der einfach läuft. Ja, mit neuen Laufrohr drauf und alles neu gedichtet und die Lenkung ist top. Genau. Beilage muss ich immer noch machen. Ja, da muss ich noch bei. Ansonsten kann man hier einfach so aufsteigen. Und wird dann irgendwann genüsslich mit dem Ding durch die Gegend tuckern. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich auch eine extreme Spanne. Was ist immer die Basis? Ist immer irgendwas da oder fehlen viele Teile? Und man muss dazu sagen, das Ding hier hat kein Medec, das Ding hat kein Heckkraftheber. Eine Hydraulik würde ich es nicht nennen, aber ein Heckkraftheber. Wenn das alles noch verbaut ist, man überholt das mit Dichtsätzen, da geht der Preis natürlich nach oben. Dann gibt es ja natürlich so eine Sachen, wo ich Glück hatte. Der wurde ja schon mal gemacht, das habe ich glaube ich schon oft genug erwähnt. Ja, die Kupplung ist neu, Getriebeeingangswelle, das wurde alles schon mal irgendwie gedichtet. Und somit fällt das aus. Wenn man jetzt noch die Kupplung macht, das kostet ein paar hundert Euro. Ja, wie gesagt, Heckkraftheber könnte man abdichten. Wenn ein Mähbalken dran ist, der funktionieren soll, muss man da auch Energie und Geld reinstecken, damit das alles wieder funktioniert. Aber wenn man hier mal so in diese Restekiste guckt, was man hier alles irgendwie neu gemacht hat, die Reflektoren, das war natürlich alles durch. Ne? Positionslampen, na, da gibt es auch gar keine Toleranz, das kommt neu. Hier irgendwelche Gummis und Schläuche, die Dieselschläuche, die waren alle fest und dicht. Ja, die Elektrik, da war alles auseinandergepröpelt. Man kann nicht immer alles retten, das soll man auch nicht tun. Ja, Bremsbeläge. Genau, Bremsbeläge haben gekostet. Oh, können wir mal kurz gucken gehen. Ich glaube, die waren gar nicht so teuer. Ich glaube, 70 Euro für die Hauptbremse und 60 für die Handbremse oder so mit Nieten. Und wenn man das mal nimmt, was man da bekommt für das Geld. Ja, ich müsste das jetzt. Ich finde es gerade nicht. Spaltmaßscheiben, das hat auch wehgetan, echt. Spaltmaßscheiben. Das sind die Scheiben, um das Laufrohr auszuschimmen. Stück 6 Euro. Ja, die steckst du rauf aufs Rohr, steckst das Rohr rauf, passt nicht, nimmst einen Seitenschneider, schneidest die Dinger raus. 6 Euro weg. Man kann das Rohr auch runterziehen, ja, und kann die Spaltmaßscheiben abnehmen. Nein. Ja, wenn du auf Zeitdruck arbeitest, raus damit, fertig, 6 Euro weg. Ja, heutzutage umgerechnet 2,5 Stück Butter. genau, und auch so Bremse, wie gesagt, Bremse machen, wenn alles heile ist, innen drin die Federn sind heile und die Träger sind nicht gebrochen oder die Drehwirbel sind heile, dann hält sich das alles in Grenzen, hat man Sachen, die komplett kaputt und verschlissen sind und man braucht auch noch den Spannsatz und die Haltefedern für die Beläge. Ja, dann kann man da wieder mal eben 100 da oben rauf rechnen. Wie gesagt, Toleranz ist groß, wenn die Basis einigermaßen stimmt. Ne, ein bisschen Motor, ein bisschen Elektrik, ein bisschen neue Reifen, ein bisschen Bremse, kommst mit 3 Scheine, kommst du immer hin. Ja, vielleicht neues Lenkrad oben rauf, ein bisschen schicki hier, schicki da. 3000 Euro ist machbar. Plus Kauf. Ja. Leider Gottes ein totales Theorievideo heute. Ja, das ist leider so. Es geht um Preise und Zahlen. Ja, und da er nun schon fast fertig ist, außer diese blöde Scheibe und die bisschen Elektrik da in der alten Kiste und ein bisschen hier nochmal Schraube nachziehen, das ist ein Nachmittagarbeit, guckt man doch schon auf den Markt, was als nächstes kommt. Ja, Atlas AL320, ja, freue ich mich drauf, einen Bagger zu restaurieren. Da werden wir aber kein Jahr dran rumtümpeln. Monotrack wird es jetzt wahrscheinlich bald ein bisschen mehr zur Sache gehen. Da werden wir irgendwie mal ein paar Wochen mit füllen. Mal gucken, was da geht, ein bisschen mit Edelstahl, mit Schweiß, mit Formieren, was man da so machen kann. Und man guckt auf den Markt schon nach dem Neuen. Ja, das ist so. Ja, würde ich jetzt einen F1L 514 nehmen, ja, den gleichen in Hochglanz, oh, das wird mich langweilen. Ja, F2L 514, super schicker Trecker als Hochrad, 42 Zoll Speichenfelgen hinten drauf, geil. Ja, das ist eigentlich das Gleiche mit 2 Zylindern. Ne, das ist alles so, ja, es ähnelt.
Ne? 50-06, 60-06. Richtig schöne Trecker, aber das zu restaurieren, da geht Energie rein und ist dann trotzdem nur vier Zylinder. Der Traum steht weiterhin, echt. Der Traum steht 130-06, 6 Zylinder Turbo, ja, schön mit dem Gebläse drauf. Ja, ob Allrad- oder Hinterradmaschine, ist mir vollkommen egal. Ohne Kabine, weil sonst passt er hier nicht in die Bude rein. Na, ich bin hier in der Höhe begrenzt, deswegen, wenn es Plattformschlepper. Mit der Bereifung, auch das habe ich schon ausgemessen. Ich habe eine Durchfahrtsbreite von 2,25 Meter. Das heißt, 600er Bereifung fällt aus. Ich glaube, 5,40 wäre machbar. Hat man alles schon geguckt, Leute. Ich bin da schon. Ja, muss ich mal gucken, ob ich irgendwann 80,06 finde. Dinger sind teuer geworden. Ja, und sich so ein Ding mal aus dem Handgelenk schütteln, naja, das geht auch nicht. Also ein 130,06. Ah, geil. Schönes Gebläse drauf, schön einstellen, 300 PS Abfahrt, ja, schwarze Rut, geil. Aber was kriegst du auf dem Markt? Da kriegst du irgendwelche abgelutschten Kanada-Maschinen, die Stunden gesehen haben. Oh. Der Wilfried ist ja nun auch ein Kumpel von mir, ja, hier Deutz DX050607, ja, viele von euch kennen ihn. Schraubt ihr auch viel DX und Knubbel und 06 und Radlader und Hanomag und Maschinen. Und das Thema hatte ich auch schon öfters mit ihm, so ein 130-06 ist noch mehr Geld verbrennen als so ein Unimog. Ja, der Gaggenauer ist schon teuer, also da ist auch das Geld, das sieht da so weg. 130-06 ist ebenwürdig, ne? Da sind Achsrohre hinten drin, die würde ich hier drin gar nicht abkriegen. Ne? Ohne Kran, ohne Stapler geht da gar nichts. Da 130-06 hat Achsrohre, das ist schon echt Männersache, ne? Und wir reden immer noch vom 70er-Jahre-Schlepper. Aber ist geil. 130-06 ist für mich eigentlich die Königsklasse unter den Deutz-Oldtimern. Also da kommt, ich meine, die ganzen DX, auch die Kultschlepper, DX145 oder die ganzen Sechser und was weiß ich, was da alles gibt, die großen. Ja, ist geil, aber so ein reiner Plattformschlepper, so 06, 130-06, Königsklasse, geil. Aber das ist das Problem. Und als normaler Arbeitnehmer kann man nicht mal eben sagen, ich kaufe mir so eine ausgelutschte Gurke für 20 und stecke da nochmal 30 rein. leider nein. Ich hoffe nochmal irgendwie auf ein Schnäppchen. Irgendwann. Na, und das wäre dann auch wieder so ein Langzeitprojekt über 2 Jahre, glaube ich. Der wird dir gut reinpassen. Der ist gute 4 Meter lang, ist so lang wie der Onimog. Der wird dir gut reinpassen. Ja, Blech ist nicht viel dran, Kurbelflügel, Motorhaube, alles ab, oben auf dem Dachboden. Räder runter aufbocken, Motor zerlegen. Also im Kopf ist das bei mir eigentlich schon alles fertig. Es fehlt nur noch an der Kohle. Ja, so ist es. Ein reiner Theorieblock heute, Leute. Reiner Theorieblock. Antriebswalze vom Monotrack liegt ja halt auch noch. Das Ding wird Shishi, ne? Also es wird ein reines Spaßgerät, möchte ich nochmal sagen. Es ist nicht ernst zu nehmen. Es macht gar keinen Sinn, das Ding. Die Antriebswelle sieht jetzt so ein bisschen, oder das Rad, so ein bisschen dreiteilige Optik. Ne? Da habe ich in diesem Zahnkranz ein paar Buttern eingetüdelt, ne, verschwindet nachher eben Reifen. Da werden wir dann irgendwann mal beigehen. Jetzt am Wochenende geht es erstmal zum Unimog-Treffen, ja, mit dem grünen Haufen. Und Schorsch, dem alten Rostkahn, hinten auf dem Trailer, fahren wir schön nach Hermannsburg zum Treffen. Vielleicht werden wir da Mittwoch was sehen, aber ich habe meine Family mit, das heißt Kinder und Frau. Ich denke, da werde ich nicht ganz so viel filmen, denn meine Familie hat im Netz nichts zu suchen. Die nehme ich nicht mit. Machen viele. Will ich nicht machen. Nö. Können Sie auch mal selber machen. Oder mal gucken. Ja. Ansonsten bin ich echt sehr zufrieden mit dem Ganzen. Ja, TÜV, wie gesagt, 400 Euro. Ja, ist ein Haufen Geld. Aber dafür wurde die Anhängerkupplung abgenommen. Da werde ich mir jetzt ein Typenschild gravieren lassen, was da rankommt. Hersteller bin ich. Ja, der Typ ist hier Stilzeiler 81, so habe ich sie benannt. Hat eine Eintragungsnummer gekriegt, 303,5 Tonnen Anhängerlast, 150 Kilo Stützlast hat sie bekommen. Den Deutz werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich, wir spulen nochmal zurück. Brrrt. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich den Deutz anmelden.
Kennzeichen drin sind reserviert, kommt natürlich 5,14 rauf. Und dann ist das für nächsten Monat alles safe. Und wenn man mal, ich sag mal, 3 Monate zurückdenkt, was ich hier für eine Hektik und Stress hatte, den Kahn überhaupt zum Laufen zu kriegen, bin ich jetzt doch 4 Wochen vorm Ziel fertig. Na, sehr gut. Leute, wir werden uns am Mittwoch sehen, wahrscheinlich mit einem Feedback vom Treffen. Ich hoffe, das Wetter bleibt gut. Dann werden wir hier mit dem Koffer da mal hinschüsseln, mal sehen, was da so rumsteht. Und ja, da machen wir bald mit dem Monotrack weiter. Ja. In dem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag, munter bleiben, kommentieren, abonnieren, glücklich sein, macht, was ihr wollt. Hier ist alles offen. Ciao.